Wir sind hier in Schleidorf am Rathaus bzw. am dortigen Geldautomat der Kreissparkasse. Die Feuerwehr wurde heute gegen kurz vor fünf zu einem Brand ins Rathaus gerufen. Dort wurde, aus welchen Gründen auch immer, der Geldautomat brennend vorgefunden. Die Kräfte der Feuerwehr waren mit insgesamt 7 Fahrzeugen und ca. 50 Mann im Einsatz. Die Tätigkeit der Feuerwehr beschränkte sich auf die Brandbekämpfung. Es gab noch einen kleinen Restbrand im Geldautomaten. Dieser wurde mit CO2-Löschern abgelöscht. Das Gebäude entsprechend kontrolliert und aktuell laufen noch Belüftungsmaßnahmen, um den Brandrauch aus dem Gebäude herauszudrücken. Ich bin heute Morgen überrascht worden über das Telefon. Zuerst glaubt man das gar nicht. Man dachte, man wird irgendwie veräppelt und habe dann mitbekommen von der Leitstelle, dass der Geldautomat gesprengt wurde. Irgendwie glaubt man es nicht. Irgendwie denkt man, man wird veräppelt. Aber ja, die Realität sieht anders aus. Hätte ich in diesem beschaulichen Schleidorf so nicht erwartet. Ja, zuerst mal ein bisschen, ja, man ist fast ein bisschen schockiert, weil es sind Amtsräume, das Rathaus, Rathaustür offen. Man weiß nicht so richtig, wo ist was, wie passiert. Ja, man muss es zuerst mal ein bisschen einordnen und ja, letzten Endes ist es Realität, aber für mich unfassbar. Also ich hatte heute Nacht um 4.45 Uhr einen großen Schlag gehört und auch sogar gespürt. War aber der Meinung, es ist bei mir im Haus irgendetwas heruntergefallen oder so. Und bin dann in meinem Haus rumgelaufen und habe aber nichts gefunden und habe mich dann wieder hingelegt und geschlafen. Rausgeschaut habe ich nicht, draußen habe ich nichts mitgekriegt. Jetzt gerade haben wir die Mülleimer rausgestellt, weil heute ist Mülltag. Und dann sehe ich das Absperrband am Rathaus und denke, huch, was ist das? Und sehe den zerschlagenen Geldautomaten oder explodierten Geldautomaten, ja. Also heute Morgen gegen 4.45 Uhr teilte eine Zeugin über Notruf der Polizei mit, dass offensichtlich der Geldautomat in der Kreissparkassenfiliale in Schleidorf gesprengt worden ist. Dadurch rückten natürlich sofort mehrere Streifenwagenbesatzungen zum Tatort aus. Trotz der sofortigen Fahndung, der groß angelegten Fahndung, gelang dem Täter jedoch die Flucht. Wir können natürlich zum detaillierten Ablauf einer Fahndung aus ermittlungstaktischen Gründen auch keine Angaben machen. Aber der Tatort wurde weiträumig abgesperrt. Natürlich wurde auch der Nahbereich sofort mit mehreren Streifen abgesucht. Trotz dieser Maßnahmen gelang dem Täter, wie gesagt, jedoch die Flucht. Wenn ein Bürger eine verdächtige Wahrnehmung gemacht hat zu diesem Zeitpunkt im Bereich des Rathauses in Schleidorf, dann bitten wir natürlich hier um Zeugenhinweise. Also die Ermittlungen haben ja jetzt erst begonnen, die sind jetzt in vollem Gange, werden jetzt auch auf Hochtouren weitergeführt. Die Ermittler der Kriminalpolizei in Esslingen werden jetzt alle vorhandenen Zeugen natürlich entsprechend vernehmen. Die akribische Spurensicherungsarbeit am Tatort ist, wie gesagt, noch nicht abgeschlossen. Auch hier erhoffen wir uns natürlich Hinweise auf den oder die Täter. Also in den letzten Monaten ist mir jetzt im Bereich des Polizeipräsidiums Reutlingen kein ähnlich gelagerter Fall bekannt. Aber auch mögliche Tatzusammenhänge mit überregionalen Taten ist hier natürlich eine Aufgabe der Ermittler, die sich auch hier entsprechend mit anderen Polizeidienststellen kurzschließen werden, um mögliche Tatzusammenhänge zu ermitteln. Nein, die können wir noch nicht beziffern, wie hoch hier der Schaden liegt. Das Gebäude ist in Mitleidenschaft gezogen worden. Der Brand wurde ja durch die Feuerwehr gelöscht. Ob es jetzt ein massiver Schaden ist oder ob sich der letztendlich nur gering darstellt, das werden die weiteren Ermittlungen und eine Untersuchung des Tatorts dann zeigen.